His lordship has gone for a walk. Can't have gone far. So. Nee, nee, nee. Ich dachte, das könnte man mitnehmen. Dann legen wir das mal zurück. So. Ah, Teller ist eine Beute, aber das andere nicht. Interessant. So. Durch die Tür. Man merkt die Spannung des Spiels auch ziemlich gut an, muss ich sagen. Das, da muss man echt aufpassen. So, Beute. Okay, ich höre Leute. When is this shift over anyway? Seems like I've been here 100 years. Lord Julian sitzt am Feuer und unterhält sich mit jemandem. Sein Beutel liegt neben ihm. Schleichen Sie sich an und stehlen Sie den Beutel. Passen Sie aber auf, dass Sie niemand im Raum sieht oder hört. Gehen Sie mit Ihrer Beute anschließend in die Küche. Bleiben Sie im Schatten. Gehen Sie lautlos und bewegen Sie sich nur, wenn Ihre Gegner Ihnen den Rücken zuwenden. Behalten Sie Ihr Lichtjuwel im Auge und setzen Sie, wenn nötig, Ihre Ausrüstung ein. Sollte der Wachposten nach Ihnen suchen, schleichen Sie sich vorsichtig weg. Da vorne ist der Wachposten. Das ein. Zurück. So, jetzt wird's. Bewegt er sich nur in die Richtung oder auch weiter? And into the courtyard, and no one so, looks schnell, twice. Schnell, 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 schnell. Ja. And then we cut our way through. Ich glaube, das war verdammt knapp. And my accursed cousin. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head. Uh-oh. I know someone's there. Oh. Auch der Vorsichtsdieb wird irgendwann entdeckt. Natürlich können sie sich ihren Gegner mutig stellen. Normalerweise empfiehlt sich jedoch der geordnete Rückzug. Werfen sie sich zum Beispiel eine Blitzbombe und fliehen sie. Während ihre Verfolger geblendet sind, wählen sie die Blitzbombe mit F. 1 auf und werfen sie mit 1. Natürlich können sie auch mit ihren Dolch angreifen. Sie haben die Wahl. Hauptsache sie entkommen durch die Tür nach draußen. Oh Mann. Someone's there. You picked the wrong guard to meet. Aha! Verdammt! Not much of a fighter, are you? Ja, wie werfe ich sie jetzt? Ich drücke hier 1, aber es geht nicht. That's right! Run, you coward! Had enough, I see. Oh! Au. You're kidding with that, right? Any last wishes, Tucker? Hä? That's right! Aha, ich bin nicht mal rausgegangen. So. Ja, ich hab die doch geworfen. Was ist das hier? Werde ich hier bei der Tutorial-Folge fail? Gehen Sie zum Ausgangsbereich, um Ihre letzte Aufgabe zu erledigen. Close one. But I've still got the goods. Wenn Sie mir... Möchten Sie die Mission umwenden? Ja. Nothing like mixing in society. So. Especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but... More interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Okay. So, und es geht auch schon weiter. Ja, hier perfekt auf dem Weiterknopf, wie es sein muss.
fence take a look at Lord Julian's medallion. Perry says the crest belongs to the Rutherfords, one of the oldest so-called great families, with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan. Hide inside a supply cart and ride in after dark, then signal the cook to open the side door by putting out the lion's head torch in the courtyard. It was a good enough plan for me to use myself. That bloodline opal sounds valuable, and it's better off with me than sitting around in their vault. But I can't get lazy. Ember will have his personal guard, and doubtless a few other family tricks in store for anyone who comes after the opal. Klingt interessant. Anspruch. Normal. Mindestens 40% der Beute, bla bla bla. Aber ich muss ernsthaft gucken, wie man hier anständig eine Blitzbombe wirft. Mann, das ist echt peinlich gewesen. Brechen Sie in das Schloss der Rutherfords ein. Finden Sie heraus, wie man die Schatzkammer finden. Wie man die Schatzkammer finden und öffnen kann. Stehen Sie in den Opal der Blutlinie aus der Schatzkammer, wenn Sie alles erledigt haben. Verlassen Sie das Schloss auf den gleichen Weg, auf dem Sie getreten haben, durch das vordere Tor. Ausrüstung. Ein Heiltrank. Aber diese Blitzbombe, ich muss das vielleicht ganz am Anfang ausprobieren. Ich habe hier 8 Stück.